Hey Leute, willkommen zurück zu The Council. Ich habe ja mal Pause gemacht, weil ich weiß nicht, wie lange es noch geht, aber schön, dass ihr dabei seid. Danke fürs Liken und Kommentieren die letzten Male schon. Und jetzt geht's weiter. I thought I'd mix business with pleasure for this first time. What do you mean by that? The conference will come to a close shortly, as you know. Not that I'm fed up with archaic diplomacy, but it's time to ensure the success of this project. To make this happen, I would like Piange to inform the Pope he has changed signs. You're going to use your powers to alter the votes? The real game is about to begin, Louis. Up till now, the guests have been sizing each other up. From now on, it's time for Gregory and myself to play. As well as you yourself. Now, here is my plan. I would like you to join His Eminence in his room. Just play along. We'll see when the time comes. Very well. And then? You're going to have to trust me. What we're going to do is painless for the human you are going to invade. Invade? Yes. You're going to enter his mind and take control. You're going to influence his actions and his psyche. Make him speak, then concentrate. You must focus on him in order to feel his thoughts. Then, while speaking, you must link with him. Once you're done, you will naturally find your way to the source and enter into his thoughts. But what if I fail? Trust in your instincts. You just have to let yourself go. You have the skill. Let your nature come to the fore. You'll see. If you fail, you'll be in for some light banter with His Eminence. That's all. There's nothing to be afraid of. Very well. Perfect. Go now. The Cardinal is in his room. You will have to write a letter to the Pope as if Piaggi had written it himself. In this letter, tell the Pope that whatever happens during the conference, he must follow my propositions. But be careful. In order to protect himself from counterfeiters, the Pope had Piaggi's hand tattooed with a symbol to be sure of his identity. You'll see when you're inside him. You'll understand. Once it's written up, just bring it back to me, and I'll send it off immediately. All right, I'll take care of it. Warte mal, was? Was hat das mit dem Tattoo zu tun? Wie soll ich das denn beeinflussen, sag mal? Waldo, good Waldo. Ich weiß ja nicht, wie er sich das vorstellt, aber ich meine, es hieß ja, wenn wir jetzt versagen, sagte unsere Schwestermutter, dann werden wir wohl weg. Dann werden wir wohl einfach verstoßen hier von der Familie. Klingt irgendwie hart, aber ich kann es auch verstehen. Die wollen natürlich nur fähige Abkommen oder Nachkommen und wenn wir das nicht bringen, dann ist halt leider doof. Dann taugen wir nichts für die Familie. Ich meine, auf einer ganz fiese, perfide Art und Weise kann ich sie verstehen. Aber ich selber finde das natürlich nicht gut. Ja, muss ich ganz klar hier sagen, ich distanziere mich von einer solchen Art der Manipulation bzw. Infiltration eines menschlichen Verstandes. Und wenn ich es könnte, würde ich es nicht tun. Und ich hoffe, jeder von euch würde genauso denken. Weil es ist einfach nicht in Ordnung. Jeder sollte selber entscheiden können, was er sagt und was er tut. Und nicht, ja, gezwungen werden zu irgendwas. Gerade wenn es gegen sein Naturell geht. Na gut, das werden wir gleich sehen, wie es läuft. Ah, well, Louis. What brings you back to my chambers? May I sit down? Of course, Louis. Don't you feel good? Yes, but if I'm gonna pass inside you, I'd better sit myself down first. It's nothing. Don't worry about it. Well, what can I do for you? Right. Now I need to concentrate. I wanted to speak to you, Your Eminence. Was ist denn so seine... Piaggi... Manipulation ist eine Schwäche. Was? Minus 1? Politik? Okkultismus? Befragung? I wanted to thank you for your help. I mean, for your time talking to me about the Holy Lance. Oh, and did you find it? It's the crusade of a lifetime for some people. You are searching for another Holy Grail. You're nearly there. Link into his thoughts. Does it annoy you at all? But what on earth is he trying to get at? Why do you ask, Louis? I don't follow. For the glory, Your Eminence. I can feel it coming. It's working. What? Insolence? Why? Really?
I am a man of the church, Louis. May God keep me from such ambition. Right. Let me in, Your Eminence. Why? I've done it. I've done it, damn it. He was right. This is just crazy. I can't believe it. Look at yourself, Louis. You better not get caught. Whoa. I still need to get used to this body. So, let's see about what Mortimer asked me. Right. It's time I got started. Let's see what I can find here to help me write that letter. I have no means to validate my forgery, so I better take my time with it and not make any mistakes. There are two letters from the Pope on the desk. I should be able to get a clue or two by checking how well they correspond to each other. And here are three stamps. All are different. Oha. Lieber Giuseppe, da es mir meine Gesundheit nicht erlaubt, der Einladung Sir Gregorys auf das Anwesen von Lord Mortimer zu folgen, bin ich Ihnen dankbar, dass Sie statt meiner an der Konferenz teilnehmen. Selbstverständlich werden Sie den Gastgeber meinen Dank ausrichten. Bestärken Sie unsere Vereinbarung mit Sir Gregory und lassen Sie ihn wissen, dass die Angelegenheit mit Kardinalsbischof Jaramonte absolut planmäßig verläuft. Ich habe höchstes Vertrauen in Sie und so weiter und so fort. Aha. Lieber Giuseppe, wie ich weiß, sind sie auf dem Weg zu Lord Mortimers Anwesen, genau. Okay, die sind sehr vertraut, würde ich fast mal sagen. Geheimcode. There's a kind of code composed of six letters that they always write under the dates of their correspondence. According to Mortimer, it's got something to do with Piatti's tattoo. I guess I'll have to write one for today's date. Now, ideally, it'd be better to do without it, but I'm going to need to be extremely clever here. Today the date is 24/01/1793. Okay, warte. Keinen Code verwenden. In the letters from the Pope, there are six letters just below the date, two just below the month, four others below the year. Piaggi's tattoo. It must be used to establish a connection between the letter of the concentric circle and the number shown in the middle. Warte mal, 24.01. Das heißt A. Lass mal die Hand ein bisschen ruhiger halten. Ich mach's einfach so. Ich würde sagen A. Aha. Und warte mal, was? Some figures are the same in both codes. Yet they correspond to different letters. The day is not translated. That must be the key to the code. Today the date is 24/01/1793. Warte mal, 24.01.93. Also ich würde sagen, HB, FJ, warte mal, GJ, GH, FJ. 1792, dann haben wir hier 17, das ist, ich sehe es halt nicht richtig, die Hand ist so verdeckt. Also 17 ist dann B. Oder keinen Code verwenden, das ist ein bisschen doof, oder? Also nehmen wir mal 24.01. Das wäre dann A. H. Nehmen wir mal GJ, das wären 3. Nehmen wir mal GJ, also G ist der 24 zwischen 3. Ja, dann passt das ja. Also dann 31 ist G. Sieht man ja neben. 12 in dem Fall 10 bis 7, das ist J. Ne, warte mal, wo ist denn J? Ich sehe es halt auf der Hand nicht, die ist verdeckt. Diese doofe Ziffer. So, jetzt sehe ich es, warte mal. Also, heute ist der 24.01. Wo ist denn A, F, I, G, J? Also 3 ist J. Also G, J, das passt doch dann nicht, oder? Hä? Ich verstehe es nicht. Wir gehen jetzt mal, wie gesagt, von rechts aus. Also GJ, GH, FJ. Das ist dann 31, 12, 17, 92. Also 4 für das Jahr, sagte er, aber das stimmt ja dann wohl nicht, oder? Dann fehlen hier die letzten beiden sind für das Jahr. Also 9.
2 ist FJ? Nee, das kann aber nicht sein. Das müsste ja dann G sein. Das ja, also GJ. G ist in dem Falle 3112, dann müsste aber I sein. Das passt auch wieder nicht. Passt auch wieder nicht. Kinder. Was ist das für ein Quatsch? Also heute ist der 24.01. Das heißt, 24 ist A. Today the date is 24/01/1793. Ich weiß nicht, ob das stimmt, oder? O4, dann ist 1/7. Today the date is 24/01/1793. Nochmal. Also EH, das wäre dann... E... A, B, C, F. Vierundzwanzigster wäre A. 01 ist dann HB oder was? Ich raff's gerade echt nicht. Bin zu blöd. Nee, das ist H. Einfach nur H. Ist 01 dann, oder? H wäre dann 01. Aber das passt ja nicht. Today the date is 24/01/1793. Today the date is 24/01/1793. Also muss ich im Prinzip nur die erste Zahl ändern, oder? AH, HBCF, oder wie? Ich meine, vor 7 Tagen war EH, HBCF, aber ich muss halt erstmal raffen, wie das System funktioniert. Ich raff's nämlich gerade überhaupt nicht. In the letters from the Pope, there are 6 letters just below the date. 2 just below the month, 4 others below the year. Piaget's tattoo. It must be used to establish a connection between the letter of the concentric circle and the number shown in the middle. Some figures are the same in both codes, yet they correspond to different letters. The day is not translated. That must be the key to the code. Today the date is 24/01/1793. Kinder, ich raff's halt nicht, ne? Ich bin zu doof. Wahrscheinlich A, H, H, B, C, F, wenn ich davon ausgehe. Ihr sagt ja, 4 stehen für die Zahlen vorne und 4 hinten. Aber das ist ja falsch. Es sind 4 hinten. Aber ich benutze einfach gar keinen Code. Oh, es geht nicht. Ich kann das gar nicht mehr anwählen jetzt. Today the date is 24/01/1793. Ich mach das jetzt einfach. I could pretend that the code got erased during the voyage, as if the letter arrived in really bad condition. Ich reg mich gerade ein bisschen über mich selber auf, sorry, aber ich bin echt so blöd manchmal. Ein Punkt in Heimlichkeit. Ja. Ich nehme jetzt schon ein ganzes Stück auf und... Oh. Seas, right? In one of the letters, the Pope asked Piaggi to change and to stop using his personal stamp. He asked him to use the one with the Pope's motto on it. And I remember that. Flore in Domo Domini. Must be in Latin. Lore in Domo Domini. Huh. Jetzt wisst ihr, was das heißt. Justitia, misericordia, e umulta. Boy, I gotta brush up my foreign languages. Justitia? I think it's in Italian. Justice, ah. Mercy, and humility. On it is written... Flore in Domo Domini. Latin. It blooms in the house of God.
A circle with a cross inside. Hier muss es sein, oder? Ach, was weiß ich, Leute. Ich raff's grad nicht. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen zu durch vor diesen ganzen Rätseln, aber ich find's sehr cool. Right. Well, let's start writing. Lord Mortimer asked me to discredit Sir Gregory and to announce Piaggi's final vote in his favor. As an introduction, Your Holiness, thank you for your trust. It turns out, now that I'm here, that I find Lord Mortimer's projects grant us many more advantages in comparison to what Sir Gregory had suggested. We are talking about the future of the Holy See. There. That should be enough to justify the change of vote. Ja, was soll ich machen? Das ist wohl das Beste. Ich finde, Demokratie ist wichtig. So, den gefälschten Brief haben wir jetzt. Ein Brief an den Papst, geschrieben und gezeichnet von Kardinal Piaggi. Sein Inhalt wird Sir Gregory vor der Kirche diskreditieren. Your Eminence, all ready to send the... What's he doing here? Damn it. That's all I need. Don't worry, he can't hear us. What do you mean, he can't hear us? What's going on here, Piaggi? The old goat is going to drop us. It's a lousy turncoat. Well, he'd better not tell me he just fell asleep. Ja. Oh nein, das kommt jetzt wieder fantastisch. Weißt du, der klopft aber nicht mal an. Schwäche, Ablenkung und Okkultismus. Okkultismus wird nicht funktionieren. Calm down, my friend. The poor boy has just passed out. We were talking about this and that when suddenly he fainted. Keeled over, just like that. Huh, really? What a weakling. I wonder what Mortimer sees in him. Who knows? I was about to fetch someone to take care of him. Would you care to go? There he is. And there he stays. It's a perfect opportunity. What do you mean? It's been a while now that I've been hoping for a chance to get rid of him. No, listen, my son. This is all getting out of hand. Hogwash! I don't trust him in the slightest. Why not? Can you keep a secret? Of course, my son. Would you like to tell me under the confidentiality of confession? Ach, don't talk rubbish. I don't trust the little runt because he is Mortimer's son. Would you believe it? How does he know? Dear God, how is that possible? I am flabbergasted. We've wasted enough time. What if he wakes up? If you don't want to get your hands dirty, just turn away and leave everything to me. This is not a decision to be taken lightly. You're defending him now. What are you talking about? Of course not. He's made you change sides, hasn't he? The slime bag. He works for Mortimer. Good thing I already tried to warn Gregory. Ich in meinem Zimmer? Committing a crime in my room is out of the question. Think, it will all be on our heads. No doubt about it. I refuse to run the risk. Right. Monsieur von Vaughn, I always act in the best interest of all. I assure you. Everyone's entitled to an opinion. You must have lost your mind to want to take such an extreme course of action. No one's asking you to help me do it. You can't attack him without running the risk of jeopardizing the conference. Even though Sir Gregory has the edge? No. Gregory will never forgive you. Very well, Piaggi, you win. I refuse to let you do the first thing that comes into your head. I don't know what the two of you are up to, but I'll find out sooner or later. Right. Time for me to get back into my body. Ja, aber dass sich noch daran erinnern wird, Piaggi, wäre nicht so schön. Right. Don't just stand there, Louis. Mortimer's waiting for you in the Red Salon. Er ist einfach so weggekommen. Dem Tod entronnen. Weißt du, er will uns einfach ausschalten, dieser Blödmann. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, ob der Brief jetzt in Ordnung ist. Ein Punkt in Ablenkung. Du hast von Wonne daran gehindert, dich zu vergiften. Ja, super. So, wir brauchen das hier noch voll und das hier noch voll. Und dann geht's richtig ab, Leute.
Dann bekommen wir richtig viele Erfahrungspunkte. So war jetzt dieser Salon nochmal. Außer Konferenzraum, Mortimers Büro. Oh, es geht noch eins weiter. Nee, das war ganz unten. Ach hier, das ist das Mortimers Büro, genau. Wo soll ich jetzt nochmal hin? In welchen Salon? Der rote Salon? Nein. Kleiner Salon. Roter Saal, da war's. In den roten Saal. Ja, warte mal, wo bin ich denn jetzt? Ich gehe einfach vorne runter, ich glaube, das ist das Schnellste. Oder? Wollen wir jetzt gleich schon dahin? Soll ich nicht erst nochmal die Zimmer durchsuchen? Komm, macht wahrscheinlich auch keinen Sinn jetzt. Ganz ehrlich, ich finde das, was Mort immer macht, wenn er die Wahrheit erzählt, ist richtig. Und selbst wenn wir jetzt auf eine Lüge hereinfallen, dann ist es halt leider so. Aber ich finde, Demokratie ist wichtig und... Naja, auch wenn es wieder nur um Macht geht, ist es vielleicht doch wichtig, dass die Demokratie Einzug hält hier. Frauen ihre Rechte bekommen, die Schwarzen von der Sklaverei befreit werden, etc. So, Louis, what was your first time like? Bewildering, isn't it? Here's your letter. I have to admit, that the experience was utterly amazing. Come, tell me more. Well, honestly, my stomach was just turning in circles. That reminds me of my first time. Ooh, but you did it. Uh-oh. Gregory, what can I do for you? I've just come to make sure dear Louis has all the information he needs. Needs for what? You are free to make your own choices, William. I would like the same for him, too. Nothing I want more, Gregory. Your schemes will lead to your demise, brother. Don't involve Louis. He has nothing to do with all this. The end of the conference approaches, and this masquerade will soon be torn asunder. Don't drag him down with you in your disgrace. Oh, ye of little faith. On the contrary, brother, Louis has just entered the family. Give him a chance to find his place. His place? Ich sag mal lieber nix. Don't listen to him. He's angry with our father. And with good reason. He governs us in the same way he governs humanity. Through fear and submission. Same old tune. When will you understand that it's necessary to impose order for things to move forward properly? You are under his thumb and proud of it. Open your eyes for crying out loud. His whole system has become outdated and he's too old to see it. He will lead us to our demise. Here he goes with another of his grand speeches. William has always been fond of staging big scenes. It's his theatrical side. Das kann man wohl sagen. Psychologie? Sind die beiden vielleicht anfällig gegen Psychologie? Psychologie. Psychologie. Ich glaube, der ist so ziemlich gegen alles immun, oder? Does he have an inferiority complex? I've told him time and time again, Louis. He always has to take it one step too far. How dare you? Mach nur Spaß. You are blind, brother. Even if the evidence bit you on the nose, you still wouldn't see it. I feel sorry for you. Tea is drunk hot or not at all, William. When will you learn? It's too bitter. You shouldn't let it brew so long. I knew you'd be coming along. You are so predictable. Methodical, I would say. Things must be accomplished in the right order if we want the world to keep turning as it does. Oh Gott, ich muss noch mal ganz kurz gucken, was? Politik? Befragung oder Politik? Whatever the consequences? What do you mean? Let's say it hardly leaves any room for free will. Now, does it? It's the adult's responsibility to provide education for their children, Louis. Our family only ensures, through its experience, that demons do not lose themselves in rash decision-making. You see, Louis, Gregory came here to make you change your mind. It's time for things to change. I acknowledge Father has done many good things for humanity, but his time is over. And now he must pass on the torch. That's enough. There, Louis. That's the pathetic example your father has to offer. I really am sorry about what happened to you.
You don't know our family yet. We can't have given you a very good impression, but bear in mind that we are all against William's project. On the contrary. If he insists on going through with it, we will have no other choice than to intervene by force. Consequently, my dear Louis, you're going to have to choose sides. I would much rather have met you in different circumstances. There you are, Louis. See what happens when you don't follow their orders to the letter. Louis, I'm afraid the time to decide is now. If you follow William, he will drag you down with him. If, on the other hand, you support me, I can assure you that nothing will happen to you. You won't be blamed for your father's errors. Ah, the masks are off. I offer you liberty. He obliges you to choose, and shamelessly asks you to betray your own father. That is their true face. Right. Before I answer, well, I better think it over very carefully. Do I intend to embrace my demon nature and take my place on the chessboard? Do I stay out of it and do my utmost to stop them? Or do I renounce my nature and do all I can to stay human? Bin ich ein Dämon oder bin ich ein Mensch? Natürlich bin ich ein Dämon, oder? Ja. It's useless trying to resist my true nature. I'm a demon. May as well accept it. The sooner the better. Even if I continue to live as a human, all my friends and acquaintances will inevitably end up dying. And I'll be left on my own. Forever. I'm a demon and I have to behave like one. The sooner, the better. So? What do you choose, Louis? Wow, und jetzt muss ich mich noch entscheiden, wem ich folge. Ich folge natürlich Mortimer, denn der ist hier für die Demokratie und Holmes so ein bisschen für die Unterdrückung. Aber ob das alles auch so wahr ist, wer weiß. I shall follow my father, Sir Gregory. Very well. But don't say I didn't warn you. Please, don't take offense, but I just can't turn my back on him. It's time we finished what we started, brother. The final vote of the conference over the acquisition of Louisiana will take place in a few hours. I propose you gather your troops and prepare to close the debate. That's precisely what I was going to suggest. Come, follow me. It's time for us to get ready. Oh je, ich weiß ja nicht, ob das eine gute Entscheidung war. Do you really think we have a chance of winning? A chance? You don't know me very well, Louis. We are going to win. But it only takes one person to vote against us, and we'll have lost. That's true. That's why none of them will. Why? Because I have an asset that they do not. Which is? You. My friends, prepare yourselves. The conference is about to resume. The time has come to lay down all our cards. Ich war gemutet, Entschuldigung. Ja, was soll ich sagen? Das war sehr, sehr, sehr kurz und ich finde es ein bisschen schade, dass es so kurz war. Aber was willst du machen? Das war es nun mal mit dem vierten Kapitel oder beziehungsweise dem vierten Akt oder Kapitel 11 bis 13, nennt's wie ihr wollt. Das war die vierte von 5. Und wir müssen jetzt wieder ein bisschen warten, bis es fertig geht. Oder bis es fertig wird. Ich fand den Plot-Twist hier ziemlich krass, muss ich sagen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Weil es halt unerwartet war. Es war nicht so 0815. Und es hat mich echt so ein bisschen umgehauen. Und ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt, was sie sich fürs fünfte Kapitel oder für den finalen Akt aufgehoben haben. So. Naja.
Mehr kann ich jetzt erstmal nicht dazu sagen. Ich danke euch sehr fürs Zusehen, Leute. War schön, war schön. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Ich bin der Bruga. Danke für die Likes und die Kommentare. Wir überspringen das mal ganz kurz. Und das war es dann auch hier schon leider. Ja, haut's rein und bis dann mit The Council.